Am 14. März war es wieder einmal soweit. Im Cinemax-Kino wurden die erfolgreichsten Mannheimer Sportler des Jahres 2013 geehrt. Es stellte sich schnell heraus, dass auch 2013 wieder ein sehr erfolgreiches Jahr für die Mannheimer Sportwelt gewesen ist. In vielen Wettbewerben konnten die Mannheimer Sportler und Vereine wieder achtbare Erfolge erzielen. 240 Sportler verschiedener Altersgruppen und Sportarten erhielten dieses Mal die Auszeichnung für ihre erfolgreichen Teilnahmen an deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Vertreten bei der Ehrung waren Sportler aus Einzelsportarten wie Turnen, Schwimmen oder Judo, als auch Vereine und Teams aus Mannschaftssportarten wie Kegeln, Hockey oder Handball. Die Ehrungen wurden durch Mannheims Bürgermeister Lothar Quast und den Vorsitzenden des Sportkreises Mannheim, Michael Scheidel, vorgenommen. Die Sportler erhielten Urkunden, Ehrengeschenke und Medaillen und eine gehörige Portion Applaus für ihre Leistung. Wir sind da auf einem guten Weg, dass wir die Spitzensportler, die wir haben, als Vorbilder für die Jugendarbeit natürlich platzieren können. Dazu ist natürlich auch diese Veranstaltung geboten, wo wir nur deutsche Meister und Europameister und Weltmeister, im letzten Jahr auch Olympiasieger, ehren durften. Heute an der Zahl über 240, ein ganz toller Erfolg. Ich bin seit 7 Jahren Sportkreisvorsitzender und kann feststellen, wenn wir im Sport aufrufen, siehe Turnfest oder Mission Olympic, aktivste Stadt Deutschlands, auch da haben wir über 40.000 Leute in Bewegung bekommen an drei Tagen und jetzt beim Deutschen Turnfest 60.000 Gäste, die man mit ganz tollem Sport hier begeistern konnte. Wir haben eine sportbegeisterte Stadt. Das ist nicht der einzige, aber ein ganz toller Anreiz. Das macht mich auch stolz und hier für die Sportler sprechen zu dürfen. Als Highlight des Abends wurden des Weiteren die Sportlerinnen, der Sportler sowie die Mannschaft des Jahres bekannt gegeben. Hier gewann die 100-Meter-Läuferin Verena Seiler von der MTG, Schwimmer Philipp Heinz vom Schwimmverein Mannheim und die Handballer der Rhein-Neckar-Löwen, die zum ersten Mal den Europapokal gewinnen konnten, den Pokal für die besten Leistungen. Ja, Sport ist natürlich ein wichtiger Bestandteil auch der Gesellschaft. Sport ist in der Lage, junge Menschen auch an das Thema Leistung heranzuführen, an das Thema Solidarität, an das Thema sich identifizieren können mit sportlichen Zielen. Es ist natürlich auch ein Teil der Anerkennungskultur in einer Gesellschaft, das anzuerkennen, was Spitzenathleten leisten, die dann wiederum auch Vorbilder für junge Menschen und für Sportler insgesamt sind. Also es ist ein wichtiges Thema für eine Stadtgesellschaft und es ist natürlich auch ein Aushängeschild für eine Stadt. Für die musikalische Untermalung zwischendurch sorgte die Band Amsterdam von der Mannheimer Popakademie. Eine Freestyle-Fußballshow lockerte die Stimmung ebenfalls auf und bei der anschließenden Afterparty half sein DJ-Team den Anwesenden bei Häppchen und Getränken ein.